Vor der traumhaften Kulisse des Millstätter Sees in Kärnten findet alljährlich der bedeutendste Event der Weltelite der Körperkünstler statt. Die Künstler schaffen Kunstwerk in all ihrer Farbenpracht und bitten danach, die Leinwände zu singen, tanzen oder schreien. Willkommen in der Welt des Bodypainting. Das World Bodypainting Festival ist nicht nur Bodypainting, also Körpermalerei, es ist mehr. Es ist eine Choreografie aus Tanz, Musik und Show. Ich liebe es, die Stadt, die ganze Kunst. Es ist aufregend und sehr lustig. Ich kenne jede Menge Leute, viele Künstler aus der ganzen Welt. Daher bekomme ich jede Menge Umarmungen und Küsschen. Und das ist gut. Hier gibt es Mitgefühl, Leidenschaft, es herrscht Kreativität. Es ist unglaublich, man darf es nicht verpassen. Es ist ein sehr bekanntes Festival für Bodypainter. Ich komme her, um die Kunst meiner Freunde und Kollegen zu genießen. Das Festival geht über eine ganze Woche mit drei finalen Haupttagen, an denen die Weltmeister in verschiedenen Kategorien gekürt werden. Gemalt wird im Glauberpark, der Bodypaint City, einem Park direkt am See, der eine traumhafte Kulisse bietet, ehe das lebendige Kunstwerk auf der Bühne in einer spektakulären Show inszeniert wird. Macht natürlich Spaß mit unseren lieben Kollegen. Eigentlich Mitstreitern, um vielleicht auch größere Sujets zu machen, was für uns natürlich eine Kunst ist, für andere eine Spinnerei. Aber es zeigt sich da auch, wie man arbeitet. Wir arbeiten hier mit Deutschen zusammen und das ist natürlich sehr interessant. Und das ist natürlich sehr interessant. Ich liebe das Talent an dieser Veranstaltung. Man trifft so viele Leute, so viele Künstler, so talentierte Menschen. Ich liebe es, neuen Menschen kennenzulernen und zu sehen, was jeder so macht. Die Besucher können bis spät abends die Atmosphäre genießen. Am Festivalgelände gibt es auch einen Ausstellerbereich, wo man alles rund um Bodypainting, Special Effects und Accessoires finden und den Künstlern über die Schulter schauen kann. Dieses Jahr sind wir vor allem im Bereich der Musik stark gewachsen hier am World Bodypainting Festival. Wir haben dem Ganzen sogar den Titel Bodypainting Festival Institute of Sound verpasst. Wir haben Livebands aus 10 verschiedenen Ländern, wir haben viele DJs. Heuer gibt es auch das erste Mal die Seeboden Sound Selected, die offizielle Musik-CD des World Bodypainting Festivals. Neben zahlreichen kleinen internationalen Livebands und DJs sorgen der neue österreichische Shootingstar Anna F., das deutsche Popsternchen Jeanette Biedermann und Italiens bekanntester DJ Gigi D'Agostino für die musikalischen Highlights. Da werden bestimmt ganz viele verrückte, interessante Menschen rumrennen und das Wetter spielt mit. Es ist einfach ein schönes Thema, es ist Kunst. Mich fasziniert beim Bodybuilding, dass man eigentlich schon nackt ist, aber man fühlt sich nicht so. Man fühlt sich eigentlich komplett angezogen mit dem ganzen Collar, Form und dem ganzen Zeug. Um die begehrten World Awards geht es bei der Weltmeisterschaft an den drei Haupttagen. Bei den Vorausscheidungen lautet das Thema Poesie, die Macht der Wörter, und am Finaltag Spiritualität, jenseits der sichtbaren Welt.
freue mich jedes Mal auf diese Arbeit, hier zu painten. Und das Finale, das ist sozusagen das i-Tüpfelchen. Und wenn es dann mal weitergeht, freue ich mich natürlich umso mehr. Well, the theme today is poetry. Das Thema ist Poesie und ich habe ein Poesiebuch gefunden. Und darin geht es darum, dass wir uns nicht um die Welt kümmern. Taking care of our world. Ein besonderer Reiz sowohl für Künstler als auch Besucher hat der World Fluoro Award, bei dem die Models mit fluoreszierenden Farben bemalt werden und die bei der Präsentation spät nachts mit UV-Licht zum Leuchten gebracht werden. In der Kategorie Brush wird ausschließlich mit Pinsel und Schwamm gearbeitet. Diese Kategorie ist der klassischen Malerei am ähnlichsten. Es gibt bei uns Bilder innerhalb der Bilder. Es sieht anders aus, wenn man es von weiter weg betrachtet, als aus der Nähe. Wir haben die Jury nach den Dingen suchen lassen. In der Kategorie Airbrush wird die Farbe mit einem speziellen Luftpinsel aufgetragen. Teilweise werden Schablonen verwendet. Es ist eine sehr technische Kategorie, die aber trotzdem extrem kunstvolle Bilder liefert. Have mercy on me. We up in my room and we be getting hyphy. There she goes again, baby got me wondering what all that she gotta do with a trouble grin. Shake the vodka, do it for papa. Do it cause you're hot, do it cause you got to. Grab the feather, pull back the leather. Make it better, put it together. Shake that, pop that. Open the door for the kitty cat. Now one, two, three, four. Es ist Poesie und Spiritualität, was eben die beiden Tage gewesen wären, ist sich sehr ähnlich, ist sich sehr, kann man sehr gut verbinden und so weiter. Und ich glaube, es hat jeder seine eigene Challenge dafür gefunden, für dieses Thema. Die Kategorie Special Effects verwendet alles, von Pinsel, Schwamm, Airbrush, Latexteilen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Teilweise werden hier auch Teile des Körpers mit Special Effects Materialien und Latexteilen komplett umgewandelt und verformt. Ich denke, der Grund war vielleicht, weil hier keine Requisiten verwendet wurden. Kein Stück wurde einfach so draufgesteckt und kann runterfallen. Alles ist aus handgefertigtem Latex und von mir angebracht. Das ist nichts fürs Theater, das sind reine Special Effects. It is all special effects. Nach einer solchen Festivalwoche mit der explosiven Verleihung der World Awards und einem riesigen musiksynchronen Feuerwerk stellt sich die Frage nach den Zukunftsplänen fast von selbst. Wo sieht der Veranstalter seinen Event in ein paar Jahren? Wahrscheinlich am ganzen Millstätter See und vielleicht haben wir eine Riesenfläche am See, um dieses Element Wasser, dieses Element Luft, Sonne und hier Erde noch stärker zu verbinden. Ich mache alles, um wiederherzukommen.